Okay, hallo. Dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Und schon ein bisschen weiter hier. Buffy und Kerstin haben medizinischen Notfall. Was ist mit Buffy los? Linker Mittelschee abgeschnitten. Brauchen bald auch jemanden, der hier neue Steine. Gott. Rohlreis. Nussi frisst sich durch unsere Vorräte. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Auslösender Faktor war abscheulicher Schlafteil. Mal gucken. Sie könnten mir eigentlich so einen Hammer geben, ne? Das ist bestimmt effektiv. Finde ich nett, dass Nussi wenigstens auf dem Weg zu seiner Fressattacke die Milch aufsammelt. Okay, die trinken beide Milch. Okay. Kerstin ist immer noch sehr krank. 10% Bewusstsein, starke Schmerzen. Bei Buffy das Gleiche. Ja, so kann es gehen. Wäre das eine Fernsehserie, dann wäre das quasi die Zeit, in der Kerstin irgendwie an einem Kinofilm drehen muss und darum kann sie hier nicht an den Dreharbeiten zu statt Filmabend teilnehmen und darum liegt sie hier im Koma. Aber Carsten kümmert sich. Mit seiner Autopistole. Was ist das hellblau hier? Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Ich bin gespannt. Na, immerhin. Rollo ist vollständig geheilt, das ist gut. Scheibenreiniger? Ist aber alles gut verbunden hier, also offenbar sind wir wenigstens vor. Ah, schau an, der Raum ist fertig. So. Dann bauen wir hier mal ein schickes Doppelbett aus Holz rein. Eine Kommode und so ein Ding hier und eine Lampe natürlich.
Buffy ist an einer Wundinfektion erkrankt. Die Infektion ist in ihrem linken Bein. Stell sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Buffy eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt. Okay. Das mit dem im Bett verbringen sollte nicht das Problem sein. Aber vielleicht das mit der Behandlung. Machen Sie mal hier für die richtige Medizin. Stellen wir sie frei. Warum? Ach so. Ambrosia. Nussi und Jefim vergehen sich an Ambrosia. Das ist auch nicht sehr nahrhaft. Eigentlich mit der Feuer. Auch noch hier. Ja, aber es regnet. Nicht so schlimm. Ach, sieht ganz gut aus mit Gas. Wo schläft nun sie eigentlich? Hier im Billardzimmer. Okay. Die Tiere haben die Grippe. Das ist hoffentlich Zitrone oder Ananas. Es ist weiß. Vielleicht ist es Kokos. Ich weiß es nicht. Mal probieren. Schon wieder am Feuer. Habe keine Ahnung, was das sein soll. Konstanzia kann wieder laufen. Achso, die war gar nicht die Kranke, sondern die andere war die Kranke. Kerstin kann auch wieder laufen. Sehr schön. Nussi, was ist eigentlich mit den Feldern los? Kann man die mal bestellen? Ach so, schon dabei.
Jeder männliche Kolonist spürt eine Welle von Angst und Wut. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort, auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Die Stärke des psychischen Brummens ist schwach. Also als hätten wir nicht schon genug Probleme mit Harmen und Heiko und Carsten. Jäger ohne Fernkampfwaffe, wer ist das? Kerstin, ja, logisch. Aha. Wo ist Kerstins Waffe denn hingekommen? Hier. Heute ist was. Ja, sondern ich glaube, wir sollten vielleicht mal bei den Tieren diese Angreifenfähigkeit sowieso auf die beschränken, die Sinn machen, wie zum Beispiel hier die Riesenfaultiere. Ich weiß nicht, ob es Boomelope, ob das Sinn macht. Die Alpakas, die zum Angreifen, gerade die schwangeren Alpakas, das macht nicht viel Sinn. Nehmen wir mal alle Alpakas raus hier. Und man muss auch nicht unbedingt Ziegen auf die Gegner schicken, finde ich. So, Truthähne können das eh nicht. Was ist hier? Pferde können schon ordentlich Schaden anrichten, wenn man sie auf den Gegner schickt. Und was können die hier retten? Also Pferde können einen nach Hause tragen und Pferde kann ich auch abrichten, dass sie Sachen wegtragen. Zum Beispiel die von den Feldern. Das ist gar nicht schlecht. Will ich, dass die Yorkies angreifen? Will ich wirklich, dass die Yorkies angreifen? Ich meine, das ist ein sicherer Weg, um Yorkies loszuwerden, aber ich glaube, das brauche ich auch nicht. Okay. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ach, die können, irgendwas könntet ihr immer fertig bauen, Leute. Was hier wie der Berliner Flughafen. Was ist zum Beispiel hier mit der Stromversorgung? Warum ist hier kein Strom? Weil hier kein Kabel hingeht. Bäbede, bäbede. So. Das hier ist Bordeaux-Farben oder so. Ich hoffe mal, das ist irgendwie nicht Rotwein oder Blut oder aus Kirsche, sehr gut, Kirsche. Kirsche mag ich. Das ist der erste Geschmack, den ich erkenne. Cross hat einen Wutanfall. Sie wird wahllos auf Möbel, Gegenstände und Strukturen einschlagen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war starke Schmerzen. Bitte nicht.
sowas. Ah, die Denkmäler, die kannst du ruhig kaputt machen. Das war schon alles am Wut, oder? Nee. Jefim geht es auch wieder gut. Kerstin ist fast komplett geheilt wieder. Oh, bitte, nee. Oh. Die bringt sich um. Weil die Dinger explodieren, wenn die zu kaputt sind. Mal schön gekotzt. Lebensmittelvergiftung. Ach so, Kratznarbe, Schussnarbe. Hallo, um das Rätsel zu lösen, es handelt sich bei der einen Geschmacksrichtung tatsächlich um Kirschen, Sauerkirschen, dann um Waldmeister, Erdbeer, Cola und Zitronengeschmack. Waldmeister, kann ich mal gucken. Naja gut, hier sieht es etwas grüner aus als eben das, was ich hatte. Eben das war wirklich hellblau. Das hier, das muss dann Erdbeer sein, das orangefarbene. Naja, und das Einzige, was ich erkannt habe, war halt Sauerkirsch und Cola. Aber, ja. Ist halt Wassereis, ne? Okay, ciao. So, dann schauen wir noch mal. Also wir brauchen einen, der das psychische Bomben hat aufgehört, sehr gut, immerhin was. Ist Carsten wieder? Ja. Carsten, geh nicht zu nah hier an die Mechanoiden ran. Fehlt hier gerade noch. Truthahn wurde von Heiko gezähmt. Truthahn 18. Ist auch ein cooler Bandname. Bench, okay. Ah, die Feuerschalen. Das hat auch nur noch Markus ein Problem mit dem Thronsaal. Okay. Wenn wir alles auf Bauen stellen, vielleicht wird dann irgendwann mal was fertig. Fressattacke Jefim. Jefim frisst sich durch unsere Vorräte. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war neidisch auf nur das Schlafzimmer. Essen macht's nicht besser, Jefim. Nee, nee. Der gerade Fressattacke, jetzt spielt er Billard stattdessen. Ah, Harmon hat sich beruhigt. Immerhin was. Ist nicht mit mehreren Leuten, die irgendwie ihre, wie sagt man? Diese Dinger, die Künstler haben.
wenn die nur grüne M&M's essen. Wie nennt man das noch? Komm nicht auf das Wort. Ist doch irgendein Fremdwort, wahrscheinlich Französisch oder so. Ah ja, hier unten brauchen wir auch noch Stromversorgung, sehe ich gerade. Weil das hier nicht reicht. Gut. Buffy ist vollständig geheilt, sehr gut. Können wir mal ein paar von den Betten hier woanders hinstellen? Ist hier schon was fertig? Nein, natürlich nicht. Was hat der Bench denn? Hat Nahrung gegessen. Die Rover wurde beleidigt. Von wem denn das? Ah. Was für eine schreckliche Person. Warum baut niemand irgendwas? Was ist mit dem Zeitplan los hier? Achso, ja stimmt, ich schlafe tagsüber. Oh. Es wird gekocht, sehr gut. Da unten hatten wir da auch noch Lager, ne? Ja. Was ist das hier? Granit. Okay. Gut. Mensch, was ist mit dir? Hat rohe Nahrung gegessen? Ist dunkel. Unansehnlich gestörter Schlaf durch Nest ohne Tisch gegessen. Ja, das ist nicht mein Problem. Tische sind hier echt genug. Batterien sind voll, sehr gut. Hier könnte man auch noch theoretisch hungernde Kolonisten. Kann Sissy eigentlich wieder aufstehen? Ich sehe sie immer nur, wenn sie im Bett ist. Sie ist immer nur im Bett, Sissy. Ist nichts mit ihr verkehrt. Aha. Ich würde mich freuen, wenn mal wieder irgendwie so ein Handelsschiff oder sowas in die Gegend fahren würde, aber scheint nicht zu funktionieren. Rettet Green, ja, okay. Fressattacke, Bench. Hat
hat er ja ständig irgendwie. Solange er sich nur wieder Milch holt. So, Qualität gut, Besitzer niemand. Wer ist denn immer so? Jefim ist immer so eifersüchtig, ne? Aber ob das jetzt besser ist als das Schlafzimmer, was er hat, ist wieder eine Frage. Irgendjemand baut hier irgendwas. Ach so, jetzt machen die endlich hier die Scheißräume fertig, wo ich die ganzen Betten schon woanders hingestellt habe. Naja. Nicht mehr viel Sandsteinblöcke übrig. Spalt, Leute, auf der Durchreise. Hat, glaube ich, nichts, was sie verkaufen will, ne? Dann ist es nicht so besonders spannend gerade. Gut, ist leider nicht so spannend, was heute passiert ist, aber das soll es mal wieder gewesen sein für heute. Hoffentlich ist beim nächsten Mal irgendwas fertig. Und hoffentlich verhungern die Leute nicht, weil sie momentan auf Bauen fokussiert sind und nicht mehr kochen und so, aber das sehen wir dann. Jo. Was? Carsten hat den Widerstand von Konstantia gebrochen. Rekrutierungsversuche werden eingeleitet. Naja, immerhin, auch dieses Mal mit einem kleinen Erfolgserlebnis beenden wir das Spiel. Bis denn!